Ciao aus Italia. Buongiorno. Buongiorno. Ich muss ständig umschwenken in ganzen Ländern, wo ich letzte Woche war, ich noch in Frankreich. Da, ja, herzlich willkommen hier in unserer Bude. Unsere schöne Bodybuilding-WG füllt sich dann heute noch im Laufe des Tages. Wir sind gerade angekommen. Mahlzeitessen erstmal. No Carbs in my Hirn heute. Aber dafür einen Kaffee. Und ich habe gerade gesehen, die Bude ist optimal Bodybuilding-gerecht, denn hier steht ein ganzer Karton voll Salute Sahne, 1 Gramm Päckchen. Das sind die Päckchen, die die meisten bei McDonald's immer mitgehen lassen, also die meisten Bodybuilder. Und hier steht's optimal. Also heute bei mir 8 Gramm Salz. Aber ich habe meine eigenen 1 Gramm Päckchen mit. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nämlich doch schon gesehen hier. Ne? Der Bum Bum ist optimal ausgestattet mit. Die sind auch nicht die von McDonald's, die gezockten. Das sind nicht die gezockten. Ich habe sie ehrlich erworben bei Amazon. Ich glaube, kostet ein ganzer Karton, ich glaube, 10 oder so. Und jetzt gibt es direkt mal 2 Gramm vorm Training. Wollen wir gleich ins Training. Wie viele Gramm gibt es insgesamt heute? 8. 8 plus ein kleines bisschen, weil ich noch eine Fischmahlzeit habe. Fisch hat ja ohnehin ein bisschen Salz drin. Also, dass wir so roundabout auf 10 Gramm kommen. Und ja, dann geht's ins Mein Paradise Gym. Das ist vom Alessandro. Das ist der Master of the Home Gym Besitzer. Allerdings hat er sein Home Gym ziemlich aufgelöst. Also es war richtig, richtig geil. Mittlerweile stehen einige Geräte von ihm in Deutschland. Aber der hat so die Mega-Kontakte in die USA und jeder kennt Alessandro. Ich habe selber schon Geräte von ihm gekauft, die in der Eisenhöhle stehen. Aber der hat trotzdem immer noch sehr, sehr geile, ausgewählte Geräte da in seinem Gym stehen, auch wenn es jetzt schon sehr abgespeckt ist. Noch ein bisschen Avocado für die Fette. Müssen dann nochmal einkaufen gehen, ein bisschen Mandelmus und so kaufen, aber für die jetzige Energie sollte das reichen hier. Ja, so sieht's aus. So ist der Tagesplan. Training, einkaufen, dann unsere restlichen Bodybuilding-WG Teilnehmer hier in Empfang nehmen und dann ist der heutige Tag schon fast beendet. Keine Füße, wieso? Dann läuft alles richtig mit der Diät. Oh, das ist ekelhaft. Fenster offen und Fußheizung auf volle Bulle. Cola. Mal nicht so sein, ne? Sicherheitszuschlag oder wie war das? Sicherheitszuschlag oder Sonderzuschlag? Sonderzuschlag, aber Crank Cola schmeckt einfach geil. Und noch geiler wird es schmecken mit Eiswürfel. Ja, stimmt, das haben wir verkauft. Wir haben leider keinen Eiswürfelkühlschrank. Muss ich mich entschuldigen. Das muss ich immer wieder erwähnen. Beim letzten Mal habe ich mir Eiswürfel gemacht. Da habe ich direkt hier die YouTube-Polizei bekommen. Tim macht das nett. Wasser aus dem Wasserhahn und damit Eiswürfel machen. Du willst dir die Seele aus dem Leib scheißen. Aber tatsächlich habe ich es nur einmal mit Wasserhahn gemacht, bis wir einkaufen waren und Wasser hatten. Das mache ich eigentlich grundsätzlich, wenn ich irgendwo bin, dass ich immer nur das gekaufte Wasser nehme. Denn auf die 2 Euro kommt es da noch nicht drauf an. So, I'm ready for takeoff. Oh.
heutige erste, vorletzte Training in Mailand gestaltet? Erste, vorletzte Training. Ich habe die Woche alles durchtrainiert. Und ja, ein typisches Entladetraining, Ganzkörpertraining, also alles außer die Beine. Fange an mit dem Brustteil, Schulter, gehe dann zum Rücken über, weil ich gestern erst Rücken gemacht habe. Ein bisschen Trizeps, Bizeps. Ich muss da immer aufpassen, am Anfang finde ich da immer so keinen Drive, weil das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch. Du trainierst nicht für den Progress, um irgendwie voranzukommen, sondern trainierst halt einfach. Und dann auch alles nur so hiervon zwei, davon zwei, Übungen. Also habe ich am Anfang echt Schwierigkeiten, mal reinzukommen. Und dann muss ich mich wirklich zwingen, irgendwann aufzuhören, weil ich denke, jetzt könntest du das noch machen, jetzt könntest du das noch machen. Also klassische Entladetraining. Der Dauerbrenner. Ja, eigentlich nur Hähnchen. Schwung ist auch eine Technik, ne?
compared to the first time that I saw you here, the condition is big difference, right? Yeah, yeah, big difference. Big difference. Was sind das? Meine ersten Kohlenhydrate heute. Ich hatte die sahen so schön aus, Tim, ich wollte die extra festhalten. Wie ich das hasse, wenn mich einer beim Essen filmt und fotografiert. Das machen wir schnell die Kamera aus. Done for today. Okay. Oh je, ist aber gut die Zeit weggelaufen, ne? Bist du denn zufrieden mit dieser ersten Sehr. Einheit? Ja, genau wie ich es geplant habe. Sind Sie zufrieden mit dem Einkauf, Herr Budesheim? Nein. Das Wichtigste habe ich dafür bekommen. Hörst du denn gerade den polnischen Kollegen im Hintergrund? Ich könnte es als Athleten noch schlechter getroffen haben. Der flippt nämlich gerade komplett aus, weil er hier nicht wegkommt und kein Taxi kriegt. Ja, bitte. Verlier die Nerven. Hm? Also sprich, wir müssen nochmal einen weiteren Boxenstopp einlegen. Yes, Sir. Was fehlt noch, wenn ich fragen darf? Eigentlich keine wichtigen, also keine schwierigen Dinge, aber Zimt und jeder Bodybuilder weiß, Zimt ist Pflicht in der Diät. Süßkartoffeln liebe ich vom Laden. Dann Mandelmus. Da habe ich nur so anderes bekommen. Mein wichtiges ist ja hauptsächlich für die Fette, dass jetzt Mandel ist oder was weiß ich. Wichtig ist, dass kein Salz drin ist. Deswegen habe ich jetzt hier so anderes. Es ist kein Salz drin, aber richtiges Mandelmus ist es auch nicht. Was hat noch gefehlt? Zimt, Mandelmus und eine Wassermelone. Die hätte es aber hier schon in Scheiben geschnitten gegeben. Ja, in Scheiben geschnitten. Oder mit vielleicht so ein 5-Kilo-Apparat. Ja, vor allem in Scheiben geschnitten. Da kannst du da auch noch einen dazu kaufen, der dich im Mund steckt. So teuer ist das. Wobei ich freue mich auch schon, also ich versuche ja so gerade jetzt auch in der Wettkampfwoche nicht überwiegend Wasser, versuche das mit den Süßstoffen so einzuschränken, damit es nicht irgendwie auf den Bauch schlägt oder so und Verdauung alles top passt. Aber abends, ich spare mir das dann für abends auf und abends gönne ich mir dann auch mal so ein Süßgetränk, dann mal so ein kleines Fläschchen Cola Light oder die neuen Sirups von ESN in Eistee für sich, extrem lecker. Cherry. Die ganz neuen Cherry, ja, auch lecker. Auch lecker. Habe ich aber nicht mit, ich habe nur Eistee für sich mit. Guck mal, nicht schnell genug und zack, holt er sich die Wassermelone. Hast alles bekommen? Nein. Immer noch nicht? Kein Mandelmus und kein Zimt. Aber Haferflocken und. Haferflocken zumindest schon mal. Aber jetzt gebe ich mich geschlagen. Machen wir morgen. Weil mein Energielevel ist sehr low. Ich hatte gedacht, hier, ne? Lidl. Die Schwarzgruppe wird es retten, aber nein, keine Chance. Manu, jetzt bist du ja auch, oder seid ihr ja auch noch gut in Mailand angekommen, ist spät geworden. Ja, spät geworden. Sonntag haben wir den vierten Wettkampf in Folge, was sind die gesetzten Ziele? Ja, gesetzte Ziele hin, natürlich wieder abliefern. Also ich denke, wenn man das jetzt nochmal bringt, Alicante war schon super, Frankreich noch ein Tick besser. Also wenn man das jetzt nochmal bringt, dann ist, denke ich, alles drin. In Mailand jetzt, dieses Wochenende. Sieg wäre natürlich Hammer. Ich denke, das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Nathan ist ja nicht dabei. Und ansonsten, denke ich mal, wird es wahrscheinlich zwischen 3 Leuten gehen oder vielleicht einen vierten noch. Aber ich denke, das kann man sich schon, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, der Tim, der Theo, der Roman und vielleicht noch der Alfred, genau, den schätze ich noch ganz gut ein. Aber normalerweise werden das so die Leute sein, die das unter sich ausmachen. Aber Ziel, wie gesagt, ist nochmal Bestform zu bringen und dann, ja, lassen wir uns alle überraschen. Wie zufrieden bist du als Coach mit der Entwicklung von Tim jetzt in dieser Saison, angefangen mit Mailand, gefolgt von Alicante, Frankreich und dann jetzt der hoffentlich nicht Abschluss? Ja, eigentlich super zufrieden in der, es war jetzt trotzdem nicht so lange Zeit, wo wir jetzt gehabt haben, zusammenzuarbeiten. Mailand war dann natürlich nur ein bisschen Luft nach oben,
Wobei das auch schon gut war, das ist manchmal gar nicht ganz so rübergekommen auf dem Livestream und auf Fotos. Aber klar, erster Wettkampf ist immer, muss man ein bisschen Sachen ausprobieren. Das war unser erster gemeinsamer Wettkampf. Beim zweiten Wettkampf haben wir dann schon ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht. Jetzt nichts Gravierendes, aber anders. Und dann in der Regel ist es sowieso so, dass die Form von Wettkampf zu Wettkampf anzieht. Und der Tim ist ja ein Athlet, der muss man jetzt auch keine Angst haben, dass er Volumen verliert, weil das ist bei manchen so. Da muss man eher schauen, dass die von Wettkampf zu Wettkampf nicht dünner werden, in Anführungszeichen. Aber bei ihm ist jetzt immer noch härter geworden und war sogar in Frankreich schwerer. Also er hat in Frankreich fast 115 Kilo gehabt. Das war ungefähr 1,5 Kilo mehr als in Mailand beim ersten Start oder in Alicante. Und das nochmal bei besserer Form. Also so wie das jetzt die letzten Wochen gelaufen ist, können wir super zufrieden sein.